und ich darf den nächsten Referenten vorstellen, nämlich Professor Dr. Wulf Schiefenhöfel mit dem nächsten Beitrag. Herr Schiefenhöfel ist ein deutscher Mediziner, Anthropologe und Humanethologe, ist ein Zweig der Verhaltensbiologie und erforscht seit langer Zeit am heutigen Max-Planck-Institut. Und jetzt kommt eine andere Angabe, als in Ihrem Programm steht. Es hat sich nämlich umbenannt oder ist umbenannt oder neu konzipiert worden. Er forscht am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz. Das war früher das Max-Planck-Institut für Ornithologie und noch früher Max-Planck-Institut der Verhaltensphysiologie. Herr Schiefenhöfel hat auch das Humanwissenschaftliche Zentrum der Universität München mitbegründet. Und von den zahlreichen über 400 Publikationen kann ich vielleicht zwei rausgreifen, die für uns populär sind und einschlägig sind, nämlich 2001 Mutterliebe, das entscheidendste Gefühl unseres Lebens. Und 2007 romantische Liebe nur im Okzident zur Evolutionsbiologie eines verwirrenden Gefühlszustands. Da sind wir wieder mitten im Thema der verwirrenden Gefühlszustände. Ja, damit darf ich Sie bitten, Herr Schiefenhöfel, Ihren Vortrag zu platzieren in der Hoffnung, dass alles technisch funktioniert. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Peitz, für die Einladung und bei Ihnen, dass Sie teilnehmen an dieser kleinen Runde. Frau Carter hat schon den Boden sehr gut bereitet. Das könnte gar nicht besser sein. Ich werde also versuchen, die evolutionären Grundlagen noch etwas mehr zu betonen. Und vieles haben wir ja schon auch schon als Definitionen gehört. Die Emotionen, die Definition, ob jetzt Gefühl was anderes ist als Emotion oder die verschiedenen Termini, die es da gibt, das ist meiner Ansicht nach gar nicht so entscheidend. Normalerweise versteht man schon, was gemeint ist. Etymologisch ist es das Herausbewegen, das heißt die Gefühle aus dem Inneren des Erlebens nach außen bringen. Dadurch wird eine Erregung erzeugt und das ist das, was wir als Emotion bezeichnen. Man kann auch Affekt sagen. Die Wissenschaftler streiten sich da. Ich meine, das ist ein bisschen ein Streit um das Kaisersbad. Wichtig zu wissen ist, dass diese Dinge, diese Vorgänge, diese psychischen Vorgänge, dass die im limbischen System passieren. Das limbische System, das werden Sie wissen, ist ein Teil unseres alten Gehirns. Das hat also mit dem Großhirn zunächst mal vom Bau her nichts zu tun. Es ist damit verbunden. Das limbische System legt sich wie eine Schale, wie ein Limbus im Lateinischen um den Hirnstamm herum. Vielleicht wissen Sie, dass die Amygdala, der Mandelkern, ein solcher Schaltknotenpunkt ist für Angst und Schrecken. Und das Interessante ist nun, dass dieses limbische System in der Phylogenese der Tiere uralt ist. Das ist ganz früh entstanden, bereits einfache Tiere haben das. Und wozu hat es gedient? Es war ein Mechanismus, der dem Tier unmittelbare, schnelle Informationen geliefert hat, die dann gespeichert wurden. Stellen Sie sich vor, ein Fisch schwimmt im Korallenmeer herum, er findet einen Stein, der mit Algen besetzt ist, er knabbert da dran und findet, das ist sehr lecker. Da kommt also so ein Tag da dran, ein gelber Merkzettel, wie wir sie haben auf dem Schreibtisch, da steht dran, angenehm, Nahrung. Er schwimmt weiter und begegnet einem Fisch derselben Spezies des anderen Geschlechts und findet das aufregend und macht da einen entsprechenden Vermerk hin. Und dann begegnet er einer Muräne, die mit ihren Zähnen attackiert und vielleicht ein Stück aus dem Fleisch rausbeißt. Das macht das limbische System. Das limbische System verbindet Erfahrungen mit zentralen Bedeutungen für das Tier. Und das ist bei uns ganz genauso. Also man muss wissen, das limbische System ist ein Erinnerungssystem. Dazu ist es evoluiert, um die Einpassung des Tieres in seine Umwelt zu optimieren. Frau Carter hat schon erwähnt, es werden oft diese sechs Basalemotionen betrachtet.
die hier nochmal kurz aufgeführt sind, die Ekman und Friesen in ihrem FACS-System auch beschrieben haben, Facial Action Coding System. Das ist der Goldstandard der Emotionsforschung, der Mimikforschung nach wie vor. Ich sage gleich noch ein paar kritische Worte dazu. Wie immer in der Geschichte der Wissenschaft ist das alles ein bisschen komplizierter und manchmal auch ein bisschen weniger kollegial, als man denkt. Als normaler Mensch fragt man sich ja oft, warum denn diese blöden Gefühle? Es ginge doch alles viel besser, wenn wir schön rational alles durchdenken würden. Wir würden unser Handeln auf eine Abwägung basieren. Das ist das Konzept des Rational Choice. Das ist ein sehr bedeutsames Konzept in der Diskussion, wie Menschen sich verhalten. Und es hat eine große Anhängerschaft, dieses Konzept. Wir Evolutionsbiologen streiten gar nicht ab, dass Rational Choice natürlich ein Teil unseres Verhaltens bestimmt. Aber es ist viel zu kurz gesprungen und die Emotionen, die ich, wie Herr Ferg vorhin schon gesagt hat, gerne als vulkanisches Geschehen darstelle, die spielen eine ganz große Rolle und die haben mit Rational Choice primär nichts zu tun. Die können damit verbunden werden. Und das ist das Entscheidende, worauf es ankommt. Das hat Frau Carter ja auch sehr gut dargestellt. Also dieses uralte System im limbischen Teil unseres Gehirns erleichtert uns das Zurechtfinden in der Welt. Unsere Einschätzungen von Situationen, von Menschen sind häufig zunächst mal davon bestimmt. Die können falsch sein. Absolut. Aber ganz oft ist der erste Eindruck richtig. Und Emotionen, und das hat ja auch Damasio, wie Frau Carter uns gezeigt hat, sehr schön beschrieben, geht es überhaupt nicht. Wenn ein Mensch keine Emotionen lesen kann, dann nennt man das Alexithymie, Gefühlsblindheit. Das ist eine richtig schwere Störung. Also daran kann man schon sehen, die Emotionen und ihr Ausdruck im nonverbalen Kommunikationsrepertoire spielen eine enorm große Rolle. Empathie, auch von Frau Carter schon erwähnt, wir können sagen, ist das Erkennen der Emotionen bei anderen. Das können Tiere auch und Frau Carter hat ja dargestellt, es gibt diese drei verschiedenen Abstufungen da. Darauf will ich jetzt dann nicht weiter eingehen. Ich möchte gerne einen Begriff noch einführen, der von mir stammt und von dem ich sehr wohl weiß, dass er wahrscheinlich überhaupt nie eine Chance hat, in die Wissenschaftssprache übernommen zu werden, obwohl ich ihn ganz wunderbar finde. Denn ich meine, dass die sogenannte Theory of Mind, ja, also es ist ein so dummer Begriff, was soll das heißen? The Theory. He has a theory of mind of his Communication Partner. Ja. Damit ist gemeint, dass man das erkennen kann, woran der gerade denkt, was er vorhat und so weiter. Und dieser Begriff Theory of Mind, der ist so fixiert überall, dass man den natürlich gar nicht mehr rauskriegt. Ich möchte das Emphronesis nennen. Empathie, das Erkennen der Gefühle der anderen. Phroneo heißt, ich denke auf Griechisch, weil in der offiziellen Lesart, Frau Carter wird das viel besser wissen, der Griechen das Denken im Zwerchfell stattfand. Phren ist das Zwerchfell. Und die viele Gefühle wurden in das Abdomen verlegt. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen verständlich. Wir fühlen oft Erregung da im Bauch. Und die Ebro im Hochland von Neuguinea sagen, wenn ich Sehnsucht habe, dann fühle ich das in der Leber. Aber das ausgerechnet das Denken im Zwerchfell stattfinden soll, das habe ich nie verstanden. Und ich denke, wenn man einen normalen Griechen auf der Agora in Athen gefragt hätte, wo denkst du denn, wo glaubst du passiert das Denken, hätte den Kopf. Aber ist egal. Also Phroneo, ich denke, Emphronesis, das möchte ich eigentlich gerne als Terminus haben, der unsere besondere menschliche Fähigkeit beschreibt, in das zu erkennen, was der andere vorhat, was er denkt. Das befähigt uns, dieses besondere Animal Soziale zu sein. Also eine enge
kommunikative Beziehung zum anderen aufbauen zu können. Manche Tiere können das auch, aber so richtig gut kann es nur der Mensch. Charles Darwin, 2 Jahre nach seinem berühmten Buch The Descent of Man, hat ein sehr bemerkenswertes Buch geschrieben, das gar nicht so bekannt ist, das aber wirklich verdient, gelesen zu werden. Expression of the Emotions in Men and Animals. Und da hat er Emotionen auch fotografisch festgehalten. Das war einer der frühen Wissenschaftler, die sich dieses Mediums bedient haben und hat verschiedene Ausdrucksbewegungen gezeigt. Seine große Leistung war, zu zeigen, dass Tiere ganz ähnliche Verhaltensweisen haben. Und ich erinnere mich noch gut, vor 20 Jahren oder so in unserem Max-Planck-Institut in Seewiesen, da ging es um die Frage, ob Tiere glücklich sein können und so weiter. Da war die Diskussion um die Legebatterien und die Hühner, ob das denen was ausmacht. Und einer unserer Direktoren sagte ziemlich zynisch, solange die Eier legen, ist doch alles okay. Da ging es um die Reproduktion, die typische soziobiologische Puzzle. Mittlerweile wissen wir alle, und normale Menschen, vernünftige Menschen haben das immer schon gewusst, dass Tiere natürlich Emotionen haben. Der Hund begrüßt sein Frauchen und so weiter. Das ist ja alles vollkommen klar. Und das ist in dem Versuch, den Anthropomorphismus aus der Wissenschaft rauszuschmeißen, komplett unter den Tisch gekehrt worden. Und Darwin war einer derjenigen, der das anders gemacht hat. Und deswegen ist es unser Säulenheiliger, ja, der überhaupt nichts mit Sozialdarwinismus zu tun hat. Das war ein für damalige Verhältnisse geradezu ein Heiliger. Der hat den Sklavenhandel abgelehnt und war ein äußerst humaner Mensch. Den als Gründungsvater des Sozialdarwinismus zu bezeichnen, das ist eine Frechheit. So, also das zur Verteidigung meines Urgroßvaters. Er hat auch die Trauer beschrieben und das Weinen. Hat genau beschrieben, wann das bei Kindern auftaucht. Und wie gesagt, es lohnt sich sehr, das zu lesen. Er hat interessanterweise bei der Erklärung der Mimik ein paar Ideen, die gar nicht seine typische evolutionäre Vorgehensweise spiegeln, sondern eigentlich Lamarck'sche Ideen sind, wo also die Idee ist, dass bestimmte Sachen eingeübt werden und die fixieren sich. Das kommt also nicht aus dem genetischen Blueprint, aus der Information im Erbmaterial, sondern es kommt irgendwie aus der Erfahrung. Und da hat er seinen eigenen Paradigma gar nicht richtig getraut. Das haben Leute später besser gemacht, unter anderem Chevalier Skolnikow, wie Sie auf diesem Bild sehen. Das sind Verhaltensweisen, mimische Verhaltensweisen beim Schimpansen. Und uns interessieren hier die in der zweitletzten Reihe. Der Linke, der schmollt, der sagt, hör mal zu, ihr behandelt mich nicht richtig. In der Mitte, der weint. Der ist traurig und rechts der ist ganz schlimm depressiv, kurz vorm Kollabieren. Also das sind alles Verhaltensweisen, die Jan van Hoff und eben Chevalier Skolnikow und andere sehr genau untersucht haben. Und man sehen kann, welches die Bausteine, die evolutionären Bausteine sind, die in der Mimik uns mit den Tieren verbinden. Der zweite in der zweiten Reihe links, das ist einer, da werde ich gleich noch mal kurz drauf eingehen, das ist nämlich der Vorläufer des menschlichen Lächelns. Ich erlebe immer wieder auch bei gescheiten Leuten, dass Lächeln und Lachen in einen Topf geschmissen werden. Das ist überhaupt nicht dasselbe. Evolutionsgeschichtlich gesehen ist das Lächeln aus dem Furchtgrin eben dieses Gesicht des Schimpansen ein stummes Zähnezeigen ohne Beißintention. Das sagt, hör mal zu, ich bin freundlich, ich finde dich ganz nett, ich hoffe, du findest mich auch nett, so ungefähr. Und ganz unten, das ist das Mundoffengesicht, das Spielgesicht. Und da wird vokalisiert, die Schimpansen vokalisieren dabei. Und das ist der Vorläufer des Lachens. Also es lohnt sich sehr, den Tier-Mensch-Vergleich anzustellen.
Wenn man wirklich was über Universalien wissen will, wie ja Frau Carter das schon gut vorgestellt hat, dann lohnt es sich, dieses Buch zu lesen. Donald Brown, nach wie vor der Klassiker, der beschreibt, wie viele Universalien weltweit in der Wahrnehmung, in den Gefühlen, im Denken und im Verhalten vorkommen und auch in den kulturellen Institutionen, die es so gibt. Darwin hatte schon bei der Vorbereitung seines Buches über die, über den Ausdruck der Emotionen eine schlaue Idee. Er hat den Leiter der Blindenschule in London gefragt, er möchte ihm doch mal bitte beschreiben, wie blinde Kinder Gefühle ausdrücken. Das war wahnsinnig klug und er ist da nicht selber hingegangen. Er schreibt, er ist ein sehr verlässlicher Mann und ich vertraue der Aussage. Und er sagt mir, dass die Kinder dieselben Ausdrucksbewegungen haben im Gesicht wie sehende Kinder. Diese Idee hat Ivel Eibisfeld, unser früherer Chef der Humanethologie und der Begründer dieses Faches, aufgenommen und ist in eine Blindenschule in Hannover, wo Kinder nicht nur blind waren, sondern auch, wie man das früher genannt hat, taubstumm. Als Folge einer Rötelinfektion der Mutter in den frühen Phasen der Schwangerschaft. Diese Kinder lebten also in ständiger Nacht, in ständiger Stille und konnten nicht sehen. Und die hat er gefilmt und hat zeigen können, dass diese Kinder, die also nichts nachmachen können, die Idee war ja immer, Umwelt und Natur, ja, Nature, Nurture. Und die Protagonisten der Umwelt sagen, dass die Kinder das von ihren Eltern und die machen das dann nach. Das ist ein enorm mächtiges Paradigma, das überall bei allen Menschen, mit denen man redet, ja, das hat er so erfahren und das hat er dann so gemacht. Fast nie redet einer davon, dass das aus dem Inneren herauskommt. Und diese Kinder, die konnten nichts von außen nachmachen, die haben alle gelächelt, wenn sie fröhlich waren, weil die Mutter gerade da war, wie hier, oder sie waren traurig, wenn die Mutter gegangen ist. Und das sind starke, starke Hinweise gewesen, einer der großen Taten von Ivel Eibisfeld, zu zeigen, wie fixiert das in unserem Inneren ist. Das ist meine eigene Tochter, Lana, inzwischen Mutter von zwei Buben. Die hat mir ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, dass ich ihr Bild zeigen darf. Die war im Zoo in Jakarta bei Ulla von Menken. Das war die Mutter Teresa der Orang-Utans. Die ganzen kleinen Orang-Kinder, die lebten da bei ihrem Haus. Ein zauberhaftes Haus mitten im Zoo. Und dieses Orang-Utan-Kind ist genauso alt wie die Lana, nämlich ein Jahr. Und die Lana hat nicht genug ethnologische Bücher gelesen, sonst hätte sie gewusst, das ist ein Spielgesicht. Er hat ihre Hand gepackt und knabbert daran rum. Und sie glaubt jetzt, er will also sie beißen. Und sie macht ein Trauergesicht, ein verzweifeltes Gesicht. Und gleichzeitig sieht man unten am Boden, es ist auch noch was anderes passiert in ihrem Vegetativum. Sie hat nämlich in die Hose gemacht, vor lauter Schreck. Und was das Interessante ist, ist zu sehen, dass die Lana die Mundwinkel herunterzieht. Das ist global das Zeichen für Trauer. Und das Gegenteil, die Mundwinkel nach oben ziehen durch den Musculus levator labii superioris, das ist der Musculus depressor anguli oris, das ist das Gegenteil. Stellen Sie sich vor, es würde irgendein Staatschef, der Herr Xi in China, sagen, ab morgen müssen alle Chinesen lächeln, indem sie die Mundwinkel nach unten ziehen und Trauer zeigen, die Mundwinkel nach oben. Das würde nicht funktionieren. Das ist alles hart gewired. Die Telefondrähte aus dem limbischen System, die gehen auf die mimische Muskulatur, die ist ausschließlich, fast ausschließlich dazu da, Emotionen zu zeigen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ganz wenige der Muskeln in unserem Gesicht haben noch andere Funktionen, mechanische Funktionen. Das ist ein Orchestrion an Emotionsmöglichkeiten, was wir da haben. Ich habe schon gesagt, das ist der sogenannte Fear Grin, der Vorläufer des Lächelns. Und hier haben wir das Lächeln in seiner schönen Form bei einer jungen Trobrianderin aus Neuguinea. Das auch, was Darwin beschrieben hat, das Prinzip der Antithese. Lächeln ist Mundwinkel nach oben, Trauer ist Mundwinkel nach unten.
Hier sieht man die limbische Muskulatur, welch ein Relief das ist, ja, wie aufwendig das Ganze konstruiert ist. Und es ist noch viel aufwendiger, als man so von außen sehen kann, denn der große Stirnmuskel, den man hier sieht, der ist zweigeteilt. Der kann innen einzeln und außen einzeln innerviert werden. Außen, wenn man mit der Augenbraue einer Partnerin oder einem Partner zuwinken möchte, auf mittlere Distanz, das kann man hier gar nicht sehen. Also die Verschaltung, die nervös-muskuläre Verschaltung ist noch mal komplexer, als was wir hier sehen. Und besonders schön kann man es erkennen, wenn man das Gesicht, den Schädel von innen betrachtet. Also rechts dieses Bild. Wir gucken jetzt aus dem Kopf Richtung Nasenspitze und da sieht man diese vielen Muskeln, die da übereinander liegen und die alle einzelne Einheiten sind und die alle spezifische Aufgaben haben, nämlich ganz spezifische Zustände in unserem limbischen System zu signalisieren. Der Erste, der sich damit beschäftigt hat, diese Signale der Emotionen wissenschaftlich greifbar zu machen, war der schwedische Anatom Carl Hermann Jordsjö, der 1914 bis 1978 gelebt hat. Ein sehr netter Anatom, wie ich gehört habe, aus seinen Kreisen. Und der hat sich einfach hingesetzt und hat gesagt, ich gucke mir einfach die Muskeln an. Ich gucke mir an, was die Muskeln an Zugrichtung haben und wie sie das Relief der Haut verändern. Die Haut als bewegliche Schicht über unseren mimischen Muskeln ist der eigentliche Signalapparat. Und er hat dann gesagt, eins ist der innere Teil des Musculus frontalis, zwei der äußere. Wenn die beiden zusammen innerviert werden, dann zieht man die Augenbrauen hoch. Ein Zeichen des Fragens und auch der Überraschung, wenn das schnell passiert, dann habe ich einen Muskel, der ist der Vierer, der ist der da, der zieht die Augenbrauen zusammen, der Corrugator supercilii, der zeigt Skepsis an und Abschirmung. Das ist einer der wenigen Muskeln, die eine mechanische Funktion haben, denn der zieht die Augenbrauen zusammen, wenn wir grelles Licht in unsere Augen bekommen. Und der ist genau dort, wo das Sonnenlicht, die Augenbrauen sind genau dort, wo das Sonnenlicht uns schaden könnte. Das Ganze ist also eine sehr, sehr sinnreiche Konstruktion. Und dieser Muskel, der wird benutzt, um zu sagen, ich schirme mich ab. So wie ich mich gegen grelles Licht schütze, schirme ich mich von dir ab, was zu sagen. Der Zwölfer, das ist der Levator labii superioris, der Lächelmuskel. Und der 15er, ah, den sehe ich hier nicht, den werden Sie aber sehen rechts, das ist der Musculus depressor angulioris oder wie er das genannt hat, triangularis. Der hat 1969 ein Buch geschrieben, das ganz unbekannt blieb, Man Miskans Ansicht, auch Mimiska Sprache, also Man's Face and Mimic Language im Englischen, und das ist eine ganz falsche Übersetzung, die Engländer sagen nicht Mimik. To mimic bedeutet jemanden imitieren. Das heißt Facial Language, aber das macht nichts, ist ein wunderbares Buch. Und der Paul Ekman hat das in die Hand gekriegt. Und weil das niemand kannte, konnte er im Grunde genommen so tun, als wäre das alles von ihm erfunden worden. Er hatte ihn zwar zitiert, ganz am Anfang, aber später spielt das überhaupt nie mehr eine Rolle. Und ich nenne das das Jordsjö-Ekman-Friesensche System. Ich glaube, das muss möglich sein, dass wir in der Wissenschaft die Vorläufer auch nennen und nicht nur die damit berühmt geworden sind, wie der Paul Ekman, zu Recht. Das ist also ein Bild von ihm, The Face of Sadness, das ist der Musculus corrugator supercilii und das ist sind die nach unten gebogenen Lippen. Wir haben uns mit den Einheimischen in Neuguinea beschäftigt, in meinem Fall seit 1965. Und wir hatten ein großes DFG-Projekt im Bergland des indonesischen Teils, wo Eibel Eibesfeld auch war und mit seiner Kamera den ungeheuer reichen Schatz an Verhalten aufgenommen hat. Neuguinea ist deswegen, Melanesien besser,
ist deswegen so rasend interessant, weil die ersten Menschen schon vor 50.000 Jahren angekommen sind. Also eine uralte Kulturlandschaft, die dort experimentiert haben, die Verfahren entwickelt haben, wie sie als Gruppe überleben können in diesem teilweise sehr feindlichen, unwirtlichen Land. Die Berge sind bis 5000 Meter hoch, das müssen Sie sich vorstellen. Die niedrigsten Pässe über die Einheimischen und wir gehen, die sind 3500 Meter hoch, also 600 Meter höher als die Zugspitze. Das ist ein gewaltiges Land und wie Menschen sich dort eingerichtet haben, das ist die spannende Sache. Und vor etwa 5.000, 4.000 Jahren kam eine völlig neue Bevölkerung aus Südchina über Taiwan und die Philippinen, das sind die sogenannten Austronesier, die ganz andere Sprachen gesprochen haben. Das ist Bade Signa, ein sehr guter Freund von mir, ein wunderbarer, vitaler Mann, intelligent, sozial, also ein Mann, wie man ihn sich nur wünschen kann. Er ist noch für den Krieg gekleidet. Er hat einen Panzer an. Diese Panzer werden aus Rotanlianen geflochten, sind sehr sinnreiche Dinger. Ein Pfeil kann da nur 1-2 Zentimeter durchdringen und da wird man also nicht schwer verletzt. Um den Hals hat er ein altes Netz, sodass auch der Hals geschützt ist. Er kommt nach Hause vom Krieg und hört, er ist tot. Und hier sehen Sie seine Verzweiflung. Er hat mit seiner sonoren Stimme geweint und gesungen in einer so eindrucksvollen Weise. Ich werde Ihnen gleich ein Stückchen des Textes zeigen, den er gesungen hat. Ich kann nicht verstehen, dass gerade jetzt wieder in der Forschung von manchen betont wird, dass die Emotionen überhaupt nicht universell sind, dass da Unterschiede bestehen. Kleine Unterschiede sind in der Tat da. Frau Carter hat erwähnt, Japaner zeigen ihre Emotionen nicht in der Öffentlichkeit. Aber wenn sie in einer japanischen Familie sind, dann sehen sie genau dieselbe mimische Emotionalität wie bei uns auch. Also ich kann gar nicht begreifen, der menschlichen Spezies diese Universalität absprechen kann. Nachher bei der romantischen Liebe kommt genau derselbe Gedanke nochmal. Also er ist völlig verzweifelt. Warum sind wir so verzweifelt, wenn jemand stirbt? In seinem Fall war es natürlich besonders tragisch, das war sein jüngerer Bruder, nicht so eindrucksvoll wie er. Er war auf dem Weg, ein Big Man zu werden, ein großer Häuptling. Das sind meritokratische Führungsrollen. Das heißt, äußerst demokratisch. Wenn der Big Man krank wird oder wird ein bisschen verrückt oder was, dann ist eine Rolle weg. Ja, so sollte es bei uns auch sein, aber das geht natürlich nicht. Okay, also er war zutiefst getroffen vom Tod seines Bruders. Und hier ist, was er sagt. Das ist leider noch auf Englisch, aber Sie werden das natürlich verstehen. Du warst zwar ein Mann mit schwarzer Haut, das spielt darauf an, dass er zu dem Clan der Schwarzhautleute gehört. Bol Mirinan. Bol heißt Haut und Mirin heißt Schwarz. Und insofern gehörte er also zu diesem Clan, wie er selber auch. Das sind patrilineare Clane. Und jetzt schreibt er, du warst zwar schwarz von außen, aber du warst strahlend. Und nun bist du weggegangen. Haben wir beide nicht geplant, Seite bei Seite zu sitzen im Männerhaus? O Vater, Vater, unwiderruflich ist es geschehen, dass er gegangen ist. Mein Vater, niemals wirst du wieder bei uns sein. Ja, ich finde, das sind so berührende Texte, so genau spiegelbildlich wie das, was wir empfinden. Und warum tun wir das? Ich werde daher noch mal kurz darauf eingehen. Warum sind wir so zutiefst getroffen vom Tod eines Menschen? Es ist nicht die Angst um das Schicksal dieses Menschen. Das ist im Christentum ein Riesenproblem. Man muss dann beten und man muss Ablasse machen und so weiter und die Messen lesen lassen, damit die Seele ja in den Himmel kommt. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es ist ein ganz anderer Hintergrund.
Sehr interessant, und das habe ich in Neuguinea zum ersten Mal begriffen, ist, dass die Trauer sich mit der Aggression verbindet. In vielen Fällen reagieren die Trauernden auch aggressiv, teilweise rituell, indem sie die Gegenstände des Toten zerstören und dann im Grab tun. Und das finden wir bei uns ganz genauso in der Archäologie Europas. Wir finden verbogene Schwerter. Das heißt, immer Grabgaben sind dafür da, damit der im Jenseits sein Leben weitermachen kann. Das ist für die verbogenen Schwerter überhaupt nicht wahr. Vielleicht ist es für die Pharaonen richtig gewesen und vielleicht auch für einen Teil der europäischen Gräber von Fürsten und so weiter, wo ihre Streitwagen dabei sind und die Pferde. Aber ich glaube, die Grabbeigabe als solche hat einen ganz anderen Hintergrund. Die Grabbeigabe ist die aggressive Trennung von dem, was dem geliebten Menschen gehört hat. Und der Babelsigner hat den Tod seines Bruders einem anderen in die Schuhe geschoben und hat gesagt, du hast den verzaubert, und den hat er angeschossen und der ist dann gestorben. Und das war seine Rache. Das ist das Lex Talionis, was Regine Carter vorhin ja beschrieben hat, das in diesen Gesellschaften vollkommen noch existent war und übrigens interessanterweise seit 1980 praktisch verschwunden ist. Die Leute sind inzwischen Christen und der Homizid ist fast auf Null und der Krieg ist vollkommen weg. Also die Begegnung mit dem Tod als essentielle Grunderfahrung. Mich berührt immer wieder, wenn ich dort bin, ich bin ja Arzt in meinem ersten Beruf und behandle sehr viele Patienten, wenn ich einen schwerkranken, sterbenden Patienten vor mir habe, dann frage ich oft, hast du Angst, dass du sterben musst? Und fast alle sagen, nein, ganz ruhig. Das ist etwas, finde ich, so kontraintuitives. Unsere christliche Religion verspricht ja den Gläubigen, dass alles in Ordnung ist. Man lebt weiter, man kommt in den Himmel und so. Diese gnadenhafte Zusicherung, die gibt es da nicht. Die Geister leben als wesenlose Gestalten in einer kalten Bergumwelt. Sie wollen zurück ins Dorf, sie wollen Sex haben, sie wollen ein Kind im Arm haben, sie wollen ein Stück Schweinefleisch essen, das geht alles nicht. Also eine Tröstung ist überhaupt nicht da, von wegen Jenseits. Dann sterben die Menschen so, wie ich glaube, ruhig und gefasst. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass der Tod allgegenwärtig ist. Pflanzen sterben, Tiere sterben, Menschen sterben. Man weiß genau, man muss sterben. Und irgendwo ist da eine fatalistische Grundeinstellung, die es den Menschen da macht. Links haben Sie ein Bild von einer Mutter, die ihren erwachsenen Sohn betrauert, der möglicherweise ein abdominelles Karzinom hat. Und rechts sehen Sie Babelsigner nochmal im Haus trauernd, nachdem er angekommen war, hat seine Panzerung abgelegt und hat seinen Bruder im Arm und weint über ihn. In der Eposprache gibt es, wie für alles, eine wunderbare, ganz komplexe Sprache, agglutinativ und mit einer sehr komplexen Grammatik. Da gibt es einige Begriffe für Trauern, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Kanyemalje und Manil, etwas Schlechtes hat Besitz von meiner Seele ergriffen. Das ist die Metapher dafür, ich bin traurig. Oder Kanyibarib. Ib bedeutet dämmen. Barib heißt verhüllen. Kanyibarib. Die Seele ist verhüllt. Auch ein schöner Begriff. Wenn man zum Beispiel von einer toten Person, an eine Person, tote Person denkt. Oder Kanyamonokolongam. Kanyemonokuk, in meiner Seele ist Stille, meine Seele ist verstummt, ich bin traurig, ich bin depressiv. Die Nähe von Trauer und Depression ist ein hochinteressantes Thema, auf das wir hier nur eben so schlaglichtartig eingehen können. Das ist ein Bub, damals ungefähr 10 Jahre alt, der gerade erfahren hat, dass sein Vater getötet worden ist von den Feinden. Es bestand dort eine
Erbfeindschaft, ich habe mich oft an Frankreich und Deutschland erinnert gefühlt, zwischen zwei Tälern, die durch einen Gebirgszug getrennt waren und die haben sich gegenseitig immer wieder bekämpft. Manchmal gab es Frieden. Es gab auch selten Ehen zwischen diesen Tälern. Die meisten waren aber sogenannte Raubehen. Das heißt, ein Mann hat eine Frau von dort geraubt. Das ist ein ganz falscher Begriff, weil die Frau war einverstanden. Und eine solche Raubehe war das Romantischste, was man überhaupt, was einem passieren konnte als Frau. Wenn man einen ungeliebten Ehemann hatte und da kommt ein junger Held und raubt die Frau von diesem Untier weg. Also es gab Beziehungen, aber sehr wenig. Und sein Vater, Mute, war damals getötet worden und ein Teil seines Körpers wurde kannibalisch aufgegessen. In Teilen Neuguineas wird ein ganz besonderes, für uns sehr brutal wirkendes Geschehen in Gang gesetzt, wenn jemand stirbt. Die Frauen schlagen sich die Endglieder der Finger ab, wenn jemand stirbt. Auch das ist, interpretiere ich jedenfalls, so ein Zeichen der Aggression, die in diesem Fall eine Autoaggression ist. Und manchmal hat man Frauen, die haben überhaupt keine normalen Finger mehr, außer dem Daumen, und machen damit ihre Arbeit und knüpfen ihre Netze. Ich wundere mich immer, dass das geht. Sie selber erklären das so: Der böse Geist, der meinen Mann oder meinen Bruder oder mein Kind genommen hat, und krank gemacht hat und hat sterben lassen, der ist weiter hungrig. Und ich muss ihm ein Stück von meinem Körper geben, damit er zufriedengestellt ist. Ich glaube, das ist eine ganz interessante, aber sicherlich nicht richtig zureichende Erklärung. Ich denke, es hat, ist viel besser erklärt als Autoaggression. Also das findet man in einigen Bereichen. Die EPO selber machen das nicht, sondern ihre westlichen Nachbarn, die aber zur selben Sprachgruppe gehören. Ich habe schon gesagt, Trauer und Depression haben sehr wahrscheinlich eine gemeinsame Wurzel. Der mimische Ausdruck ist derselbe. Links ist ein Mann, der eine Schusswunde erlitten hat in der Achsel, in der rechten Achsel. Und er reagiert mit einer Leichendepression, die eigentlich völlig überflüssig ist. Denn er hat ja überlebt und die Wunde selber ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt viel schlimmere Kriegsverletzungen. Er hat den Arm in einer Schlinge und schont den. Aber um die Wunde herum ist ein magischer Ockerauftrag gemacht, damit die Wirkung von dieser Wunde beherrscht bleibt. Er ist aber trotzdem betroffen und macht sich Sorgen, weil er denkt, vielleicht muss ich doch noch sterben. Also Sorgen machen sie sich schon in diesen Situationen, aber es gibt nicht diese panische Auflehnung gegen den Tod. Rechts ist ein Mann, der lange Zeit sehr krank war. Der hat auch so ein magisches Zeichen, wie wir sagen. Eigentlich ist es viel besser zu sagen religiös. Wir machen immer den Unterschied zwischen magisch und religiös. Religiös ist für unsere Religionen reserviert. Und diese armen Menschen, die an Geister glauben, die haben keine Religion, sondern die haben Magie. Also es ist eigentlich ganz falsch, das so zu nennen. Wenn, dann würde man sagen magico-religiös. Gut, der ist, wie Sie sehen, sehr krank, abgemagert und er hat eine reaktive Depression. Pathogenetischen Beziehungen bestehen zwischen einer reaktiven Depression und einer klinisch relevanten Depression, wie sie in unseren Krankenhäusern uns begegnet, das ist eine spannende Frage, die ich auch nicht letztlich beantworten kann. Eine andere Kultur, nämlich in diesem Fall weit im Osten von Neuguinea, eine Inselgruppe, das sind die Trobriand-Inseln, vielen von Ihnen wahrscheinlich bekannt durch die Arbeiten von Bronislaw Malinowski, der dort seine bahnbrechenden Sachen gemacht hat. Ich komme gleich nochmal auf ihn zurück, weil er hat auch einige große Fehler gemacht, insbesondere was die Sexualität anbetrifft. Und hier haben wir also einen Fall, wo eine Frau gestorben ist, die Mutter dieses jungen Mannes. Und zum Ausdruck der Trauer gehört eben nicht nur die Trauermimik mit dem Depresso Anguli Oris und eventuell dem
Augenbrauen zusammenziehe, sondern es Körper reagiert. Es ist ein Verlust an Tonus. Der Mensch sinkt in sich zusammen. Oft werden die Augen bedeckt. Und so ist also dieser junge Mann am Grab seiner Mutter auf einer der kleinen Proviantinseln, wo wir viele Jahre ein Projekt hatten. Hier ist ein Schimpansenkind aus der Arbeit von Jane Goodall, das seine Mutter verloren hat. Auch hier Verlust des Tonus, Zusammensinken. Dieser kleine Affe, der Merlin, der hat sich auch die Haare ausgezogen an den Beinen, hat sich also selber beschädigt. Auch das ist ein ziemlich häufiges Geschehen, manchmal ritualisiert. In vielen Kulturen machen sich die Überlebenden, die Angehörigen des Toten hässlich und verunstalten sich. Und Schimpansenmütter, das werden Sie auch wissen, reagieren mit langanhaltender Trauer. Die schleppen ihr totes Baby manchmal tagelang herum. Sie wollen nicht akzeptieren, dass das Kind tot ist und sie sind in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Vorteil beim Menschen ist, dass wir uns gegenseitig helfen können. Wir haben diese stark ausgeprägte Empathie und das Trösten des Trauernden ist ein ganz zentrales Element in den Kulturen der Welt. Dieser junge Mann wird jetzt aufgehoben, er wird berührt, er ist Empfänger all dieser sozialen Zuwendung, die mit Berühren, mit Ansprechen, gemeinsames Weinen zu tun haben. Und insofern kommt er in den Fokus des sozialen Geschehens und das gibt ihm eine neue Rolle und auf diese Weise wird er gestärkt. Alle, die da um das Grab herum sind, haben engen Körperkontakt, sie umarmen sich und das ist der Inbegriff des menschlichen Trauerns. Manchmal liest man das in manchen Kulturen angeblich bei den Dako-Trakern zur Zeit der Römer, wenn da ein Krieger gestorben ist, dann haben die Leute nicht geweint, sondern gelacht und haben sich gefreut. Also ich möchte gern wissen, ob diese Sachen von Herodot stimmen oder nicht. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich. Jedenfalls die Familie wird bestimmt nicht gelacht haben. Trauer ist einfach eine übermächtige Emotion. Auch hier, man weint gemeinsam. Es ist schon richtig, das Ganze ist nicht nur eine individuelle Trauerreaktion, wie bei dem jungen Mann. Und auch der ist eingebettet in eine Szenerie. Und diese Kultur verlangt geradezu, dass die Trauer ausgelebt wird, dass sie überhöht wird, dass alle, die da sind, weinen. Auch dieses kleine Kind, das das schon begreift. Und das bedeutet eben, dass dieser Vorgang der gemeinsamen Trauer ein starkes Band erzeugt. Die Familie ist geschwächt worden, eines ihrer Mitglieder ist nicht mehr da und jetzt wird das Band wieder verstärkt und die Funktionalität der Gruppe wird aufrechterhalten. Wie in unseren früheren Zeiten gibt es Trauerzeiten, die eingehalten werden müssen. Wir haben sehr schöne Bilder von Witwen, die ihre schönen Gesichter ganz schwarz gemacht haben, Haare abgeschnitten haben und so weiter. Und dann durch die Betonung des Trauerns, durch den Klimax, die da entsteht, entsteht eine emotionale Katharsis, die, glaube ich, sinnvoll ist, und die bei uns eben früher auch da war. Bei uns war es mit dem Leichenschmaus dann schon vorbei oft, aber für die unmittelbaren Angehörigen hat es länger gedauert. Und dann kommt eine graduelle Rückführung in das Leben zurück. Das ist, glaube ich, vernünftig. Ich weiß von unseren Psychotherapeuten, dass Trauer oft sehr schwierig ist für Menschen, weil sie das nicht richtig durchleben können und die können auch die aggressive Note, die da drin steckt, nicht ausleben. Also das sind alles hochinteressante Punkte, wo ich denke, dass es sich lohnt, über die Grenzen unserer eigenen Kultur hinwegzuschauen, die ja eine, wie vorhin schon mal betont, ganz, ganz ungewöhnliche Kultur der Urbanität ist, die ja für unser früheres Leben gar nicht typisch war. Also auch wichtig aus meiner Sicht ist, dass die Trauerreaktion eben nicht ein Verhalten ist, was dem Toten gilt,
Das ist in unserer Religion teilweise so, weil es wird für den gebetet und so, aber es ist ein egoistisches Geschehen. Wir sind verletzt. Wir haben einen Partner verloren, der für unser zukünftiges Leben vielleicht ganz besonders bedeutsam gewesen wäre. Meinetwegen unser Vater oder unsere Mutter oder unser Kind. Es geht um das eigene Selbst. Und darin, dessen müssen wir uns nicht schämen. Überhaupt nicht. Darin zeigt sich exemplarisch unsere Natur als Animalsoziale. Bindung zum anderen ist das essentielle Gut. Und die traditionellen Kulturen, wie gerade schon dargestellt, die handeln, glaube ich, diese Situation des eingetretenen Todes, des Verlustes in einer wirklich beispielhaften Weise. Diese junge Frau, die hier strahlend in die Kamera lächelt, Sie sehen, sie ist ganz stark abgemagert, hatte höchstwahrscheinlich eine HIV-Infektion. Das ist nie getestet worden. Ich hatte auch damals keine Tests dabei. Und sie wurde von den anderen gemieden und möglicherweise auch beschuldigt, obwohl sie selber die Infektion von einem Partner bekommen hat, mit dem sie rechtens verbunden war. Und die hat dann Selbstmord gemacht. Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Man lebt in der Mitte dieser Menschen und man hat das Gefühl, das ist alles ziemlich gut, was da ist. Die Gruppen funktionieren, der Einzelne ist aufgehoben, es gibt mal Streit und es hat damals, als ich anfing dort zu arbeiten, auch ab und zu mal den Totschlag gegeben. Aber letztlich hat man das Gefühl, es ist eine funktionierende Einheit. Die Kernfamilie, die Großfamilie, der Clan, die Dorfgemeinschaft. Und dann erfährt man, dass jemand Selbstmord gemacht hat. Eine Frau damals machte Selbstmord, weil sie mit der Sexualität ihres Partners nicht zurechtkam. Diese junge Frau machte Selbstmord, weil sie keinen Ausweg mehr sah. Vielleicht auch, weil sie die Beschuldigungen der anderen auf ihren Schultern gespürt hat. Also Selbstmord in Neuguinea ist durchaus üblich, wenn auch nicht so sehr häufig, aber es kommt vor. Und das hat mich gewundert. Und es ist irgendwie typisch für uns Menschen, dass für etliche von oder einige von uns, wenn kein Ausweg mehr da ist, der eigene Tod herbeigeführt wird. Die Werte sind hier aus unseren Daten. Also bei den EPO ist es häufiger bei den Frauen. Das ist auch in anderen Kulturen so. Die Pascal Bonmer hat bei den Baruya auf der anderen Seite der Grenze gearbeitet und sie hat bei den Baruya einen hohen Prozent, einen sehr hohen, fast 9% der Frauen machen Selbstmord. In anderen Gesellschaften ist es nicht der Fall, aber insgesamt kommt Selbstmord gar nicht mal so selten vor. Hier, das können Sie wahrscheinlich gar nicht so gut erkennen, in der Mitte des Bildes ist ein kleines Kindergesicht, hell beleuchtet, betrauert von den beiden Eltern. Das war das einzige Mädchen in dieser Familie. Und Kapatu, hier die Mutter, hat geweint und wunderbare Klagelieder gesungen. Der Vater rechts wurde beschuldigt von der Familie, dass er durch das Stehlen von Betelnüssen ein Tabubruch begangen hat. Interessanterweise war diese Betelnusspalme mit einem Zettel versehen. Da stand drauf, Tabu Pelatapororo. Tabu, ein polynesischer Begriff, Pelatapororo, durch die Kirche. Also Gott wird als Beschützer dieses Eigentums apostrophiert und herbeigerufen. Mit seiner Macht soll er die Betelnüsse schützen, die die Leute dauernd klauen, weil sie süchtig sind danach. Und das hat er gemacht. Und jetzt hat man sich vorgestellt, dass Gott die Familie gestraft hat in Person des Kindes. Und der Pfarrer, der einheimische Pfarrer, der da war, der hat das gar nicht gut aufgelöst. Das hätte man wahrscheinlich machen können. Aber worauf es mir hier ankommt, ist zu zeigen, dass wenn ein Kind stirbt, ist die Trauer ganz besonders groß. Ich erinnere an die Epigraphik der Steine auf den in den römischen Siedlungen, wo die Eltern ihrem Kind ein Denkmal gesetzt haben und ihre Verzweiflung dort aufgeschrieben haben.
lange Zeit konnten frühgeborene Kinder nicht auf unseren Friedhöfen bestattet werden. Und dann hat sich eine Art Subkultur entwickelt, die langsam von den Behörden aufgenommen worden ist. Und inzwischen gibt es das. Das ist zum Beispiel in Paderborn. Zwei Studentinnen von mir haben eine Arbeit darüber gemacht. Und hier auf der rechten Seite ist es aus den Vereinigten Staaten. Interessanterweise haben die das ins Internet gestellt. Und hier, was man hier drunter sieht, das sind Reaktionen von Leuten, die dazu Stellung nehmen. Das heißt also, diese Familie kriegt eine ganze Menge an Zuwendung in Form von E-Mails und so, die ihren Verlust nochmal auffangen. So, jetzt zum zweiten Teil. Ich glaube, wir müssen uns ziemlich beeilen. Herr Peitz, ich habe bis Viertel nach, oder wie? Ja, nee. Wenn Sie wollen, doch, bis Viertel nach können wir machen. Wenn aber eigentlich nur bis halb, geht, ne? Ne, bis halb nicht. Bis halb wollten wir auch die Diskussion. Nee, ich meine bis halb. Und Viertel vor war meine Frage. Also dann hätte ich eine Viertelstunde. Nee. Also wenn Sie jetzt bis 10 nach zum Beispiel machen, wäre das, glaube ich, ganz gut. Oh. Okay, bis 10 nach, ja. Alles klar, gut. Dann hätten wir noch 20 Minuten für die Diskussion. Ja, ich denke, wir kommen hin. Also Sexualität, das ist, werden Sie auch alle kennen, diese ungeheuerliche Venus, die vor ein paar Jahren im Hohlefels, da steht Höhlefels, das ist verkehrt, heißt Hohlefelshöhle, gefunden worden ist und wo sich die Archäologen und die alle Leute, die damit zu tun haben, Gedanken machen, warum ist die so extrem sexuell? Wie die Hefte, die man am Bahnhof kaufen kann. Ist das eine Pornovorlage oder ist das tatsächlich eine Fruchtbarkeitsgöttin oder was ist das? Warum hat sie diese Schnitte am Leib? Also Sexualität ist ein ungeheures Thema für uns alle. Hier sieht man ein Gorillamännchen. Gorillamännchen sind doppelt so groß und so schwer wie die Weibchen, weil sie mit ihrer Körpergröße miteinander konkurrieren um den Besitz eines Harems. Deswegen ist dieser enorme Geschlechtsdimorphismus wahr. Und wenn Männchen und Weibchen ungefähr gleich groß sind, dann ist es ein Zeichen für Monogamie. Wir haben 12% Geschlechtsdimorphismus, also daraus kann man schon so ein bisschen ableiten, was wir eigentlich sind. Wir sind so eine Art Mischung zwischen monogam und polygam. Gut, was ich faszinierend finde bei diesem Bild, ist, dass das Weibchen sich umdreht und dem Männchen in die Augen schaut. Ja, Atergo ist die Position, die diese Tiere haben. Nur die Bonobos machen es anders bei den Primaten und wir Menschen. Und ich finde, da drückt sich eine Beziehung aus, die ich ganz wunderbar finde. In der Kunst wimmelt es nur so von Sexualität. Bartholomäus Spranger, einer meiner Lieblingsmaler, wunderbar diese Sex zwischen dem muskulösen, etwas dunkleren Mann und der hellen Venus oder Aphrodite, die sich ihm hingeben wird, das kann man schon sehen. Oder die etwas reduziertere, aber innige Form der Zuwendung in dem Bild von Paul Renoir, Danse à Bougival. Also man könnte ja tagelang reden und immer nur Bilder zeigen aus der Kunst. Die Künstler haben das oft sehr schön dargestellt. Nochmal Neuguinea, die blauen Felder hier, das sind alles die Austronesier. Das heißt, die vor 4000 Jahren ungefähr oder 5 oder 3 angekommen sind, das ist eine maritime Kultur. Die wohnen, das können Sie hier schön sehen, immer an der Küste oder auf Inseln, ganz selten mal ein bisschen im Inland. Und hier unten rechts unterhalb von Neubritannien sind die Trobriand-Inseln. Das ist da, wo wir gearbeitet haben. Ich habe schon kurz darüber berichtet. Damit haben die den Pazifik erobert. Die wahnsinnigste Migrationsgeschichte der Menschheit. 3 Monate auf dem offenen Meer und auf einer Insel angekommen, wieder zurückgefahren. Wahnsinn, diese Navigationstechniken. So, und da hat der Bronislaw Malinowski gearbeitet, 1914. Er hat im Haus einer reichen Händlerin gewohnt. Er hat aber, und das war damals auch schon selten, Kiliwila gelernt, die Sprache der Trobriander, eine austronesische Sprache.
hat er perfekt gekonnt. Er ist gekleidet, wie man das halt damals war. Wenn man ein Bild von uns daneben stellen würde, würde der Unterschied sehr ins Auge fallen. Wir haben also in meinem Fall, ich habe ein paar Shorts und manchmal ein Hemd, manchmal keins. Und das ist es. Aber er hat halt, er war ein Edelmann, kam aus einer aristokratischen Familie und hat übrigens auch besonders gerne mit den Häuptlingen gesprochen. Sein Buch Argonauts of the Western Pacific ist nach wie vor ein Klassiker, ein wunderbares Buch. Er hat aber ein Buch geschrieben, das hieß The Sexual Life of Savages. Ja, jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, 1929, viktorianisches Zeitalter. The Sexual Life of Savages, da läuft doch einem das Wasser im Mund zusammen. Was machen denn diese Wilden? Die müssen ja ganz wilde Tiere sein in der Sexualität. Als Titelbild hat er eine Frau, die laust einen Mann. Das ist vielleicht ihr Bruder und nicht unbedingt ihr Partner. Also er hat natürlich kein Bild vom Sex gehabt, das kann man schon verstehen. Aber das hat mit Sexualität gar nichts zu tun. Und er hat einen Haufen schwere, schwere Fehler gemacht. Er hat gesagt, die Kinder beginnen real life, real sexual life im Alter von 6 bis 8 Jahren, die Mädchen und 10 bis 12 die Buben. Warum hat er diesen gravierenden Fehler gemacht? Weil er das Alter der Kinder falsch eingeschätzt hat. Die Kinder dort sind gemessen an den europäischen Kindern in ihrem Wachstum retardiert. Man nennt das stunted. Und da glauben viele Leute, wir müssen die jetzt auffüttern und müssen da Milchpulver hinbringen. Das ist eine Anpassung an nicht ganz ideale Lebensbedingungen. Also nach unseren Daten und nach den Daten von anderen Leuten, die gearbeitet haben dort, ist die Aufnahme der Sexualität ungefähr so, wie sie bei uns in Europa auch war. Dass sie natürlich, dass man heute nicht mehr aus juristischen Gründen mit einer jungen Frau im Alter von 14 oder 16 Jahren Sex haben. Aber es ist ja bei uns auch vorgekommen in aristokratischen Häusern und die Buben etwa 16 bis 18. Also hier schon mal die Behauptung, Kinder hätten Sex, das hat sich natürlich fortgepflanzt wie ein Lauer. War einfach falsch. Er sagt, die Kinder sehen die Eltern nackt, das ist alles richtig. Pädophilie hat er. Also viele Dinge hat er auch richtig beschrieben. Pädophilie kommt nicht vor. Mittlerweile ist das Proprian The Island of Love, heißt das, seit den Arbeiten von Malinowski. Und da gehen vor allen Dingen Homosexuelle hin. Das ist also inzwischen leider Gottes anders geworden. Ja, hier. Promiskuität hat er beschrieben, ist in gewisser Weise berechtigt. Fehlende Eifersucht bei Unverheirateten, das ist etwas, was die Margaret Mead dann aufgenommen hat. Love becomes passionate and yet remains free. Das ist ungefähr das Ideal, was der geknechtete Mitteleuropäer damals hatte. Einfach Sex haben, wunderbar, passioniert, unter den Palmen, unter dem Mond und den Sternen und ja, nicht eifersüchtig sein. Alles Blödsinn. Ich habe verschiedene Leute, Männer behandelt, die von ihren Nebenbuhlern schwer verletzt worden waren. Und andere Leute, die auf Samoa, wo die Margaret Mead war, gearbeitet haben, die haben das ebenfalls gezeigt. Also das sind alles irgendwelche Wunschvorstellungen. Der Pazifik ist die Leinwand, auf die diese ganzen sexuellen utopischen Gefühle projiziert werden. Das Allerschlimmste, was er gemacht hat, er hat gesagt, die Leute wissen nicht, dass Sex zur Schwangerschaft führt. Die Trojaner sind Schweinezüchter, die kastrieren die Schweine. Ja, es ist so extrem unwahrscheinlich, dass irgendeine Gesellschaft auf der Welt existiert, die nicht wissen, dass mit dem Penis in der Vagina Kinder gemacht werden. Ja. Das braucht er aber, um seine Gesellschaftskonstruktion, die von Engels und Morgan und so weiter, die damalige Diskussion beeinflusst war. Also er suchte eine Alternative, nicht auf die biologische Vaterschaft beschränkte oder fokussierte Familienkonstruktion zu beschreiben. Und das ist der größte Blödsinn. Und der Mutterbruder ist eben nicht der wichtigste Mann in der Gesellschaft der Drogen. Das ist der Vater, der mit dem Kind spielt und zärtlich zu ihm ist und so weiter. Also da hat er, das Schlimme ist, dass so schlaue Leute in die Falle irgendwelchen Ideologien tappen und in der Ethnologie, das ist ein weiches Fach, obwohl er das eigentlich im Prinzip gut gemacht hat, da kann man alles Mögliche behaupten und dann muss erstmal einer kommen und das hinterher wieder berichtigen. Und in unserem Fall hier, romantische Liebe, er sagt, it is
It's a rather direct approach. Also, ich möchte gerne mit dir schlafen, hast du Lust? Ja? Das stimmt überhaupt nicht. Die Ingrid Nina Bell Kranhals aus unserem Projekt hat sich da intensiv mit beschäftigt. Die schreiben sich mittlerweile kleine Briefe. Oder es wird der jüngere Bruder oder die Schwester gefragt, kannst du deine Schwester mal fragen, ob sie mich heute Abend treffen möchte und so. Direkter Zugang ist ganz gefährlich. Was passiert denn, wenn die junge Frau sagt, bist du verrückt? Ich habe überhaupt keine Lust, mit dir zu schlafen. Was fällt dir ein? Ja? Man verliert auch sein Gesicht. Die Kulturen wissen das ganz genau und die Menschen wissen das. Das macht man nicht so. Ja. Also, Malinowski leider in diesen Punkten ganz falsch. Das ist eine junge Frau aus Zentrum mit rasantem Make-up. Es ist schon richtig, die Trovaender haben in der Öffentlichkeit ein etwas mehr erotisch angehauchtes Leben, längst nicht so wie bei uns hier in bestimmten Teilen der Gesellschaft, aber immerhin, die EPO im Hochland sind wesentlich kontrollierter, da macht man das nicht. Die Männer schmücken sich auch, wollen auch schön sein. Das ist jetzt wieder Hochland, EPO. Die Frauen selbstbewusst spielen eine wichtige Rolle in der Familie, politische Führungsrollen waren ihnen damals versagt, das kommt möglicherweise jetzt. Auch hier ist natürlich Sexualität ein ganz zentrales Thema. Es wird aber in der Öffentlichkeit nicht zelebriert. Ein Paar hält sich nicht an der Hand, das machen Männer untereinander und Frauen untereinander. Ein Paar laust sich nicht in der Öffentlichkeit, das macht man im selben Geschlecht. Trotzdem spielt die Sexualität eine ungeheuer große Rolle. Und wie ich zeigen werde, auch bezüglich der romantischen Liebe. Wir haben nicht viel Zeit, ich mache das jetzt ziemlich schnell. Wenn Sie mit heutigen Soziologen reden, wie gesagt, ja, wir haben eine ganze Menge Literatur, die Ethnologen und Ethnologinnen zusammengebracht haben. Aber trotzdem, die Soziologen behaupten, der romantische Liebescode ist eine kulturelle Kodierung, und zwar untrennbar verbunden mit der Tradition unseres ausgehenden Mittelalters der Renaissance, wo Öffentlichkeit und Privatheit getrennt wurden. Erst dann, so das Petitum, die Position, war es möglich, eine romantische Liebesbeziehung aufzubauen, Minnegesang etc. etc. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch solch eine Position einnehmen kann. War der nie verliebt? Hat der nie gemerkt, was da passiert in einem? Also ich muss ehrlich sagen, dass manche Strömungen in unserer Geistesgeschichte mir so fremd sind und so verschlossen, weil ich nicht begreifen kann, dass Menschen nicht introspektiv mehr Einsicht haben und auch sich weiter umschauen. Es ist ja nicht so, als hätten andere Leute nicht das Gegenteil beschrieben von dem. Also hier sehen Sie, ich will das nicht weiter vertiefen, Foucault natürlich, die Histoire de la Sexualité und so weiter, der will davon gar nichts wissen und er will das nach außen bringen des totalen sexuellen Dispositivs, das schon. Aber romantische Liebe spielt überhaupt keine Rolle da. Ariès und Béjart, das sind die Protagonisten dieser französischen Geschichtsschreibung, die Sexualité occidentale, die Masken des Begehrens und die Metamorphose der Sinnlichkeit. Da geht es nur um die Passion. Ja? Es geht überhaupt nicht um die romantische Liebe, um all das, was da an komplexen Dingen passiert. Malinowski, ja? Ingrid Bendt-Kranholz hat den ganz klar widerlegt. Trotzdem spielt das praktisch keine Rolle in der Diskussion. Also, Karl-Heinz Kohl, einer der wenigen deutschen Ethnologen, die eine andere Position haben, die sagen, jawohl, es gibt romantische Liebe. Es gibt zahlreiche ethnografische Studien. Donald Marshall ist einer, der hat über die Islands of Passion geschrieben, eine Insel Mangaia im Pazifik und behauptet, die Männer reden alle nur vom Beischlaf und wie viele Partnerinnen sie pro Nacht gehabt haben, etc., etc. Der hat einfach nur rumgebrackt und dann hat eine Forscherin wirklich
ordentliche Feldforschung gemacht. Und dann schreibt sie, die romantische Liebe spielt eine große Rolle. Der Arme, der ist einfach den Aufschneidereien seiner Informanten aufgesessen. Das ist natürlich schwierig als Ethnologe. Ich kriege da alle möglichen Diskussionen bzw. Informationen und ich muss sieben, ich muss versuchen rauszukriegen, erzählt er mir jetzt Blödsinn oder kann das sein? Deswegen muss man das machen, was ein berühmter holländischer Ethnologe seinen Schülern und Schülerinnen gesagt hat. Geike, leistere, obsgreife. Hinschauen, zuhören, aufschreiben. Das muss man machen. Nicht einfach nur wie die Margaret Mead mit ein paar Mädchen am Strand spazieren gehen und auf Englisch sich unterhalten. So geht das nicht. Ja, okay. Also jedenfalls, romantische Liebe gibt es. Das hat ja Frau Kater auch gehört. Heinrich Meyer, der Chef der Siemens-Stiftung hier in München, der hat das wunderbar ausgedrückt. Das ist eine solche Kraft, die überwindet alle möglichen Grenzen. Das ist einer, der hat es begriffen. Aber es hat sich noch nicht fortgesetzt in die transkulturelle Soziologie und so weiter. Gut, Romantic Love is a True Universal, Liebowitz, Helen Fischer werden Sie wahrscheinlich kennen und Stefan Effano schreiben über die biochemischen, physiologischen Bedingungen, unter denen das passiert. Okay. Das Hohelied Salomos ist lange vor der Renaissance geschrieben und Sie werden es natürlich kennen. Es ist dieser Wechselgesang von Mann und Frau, die sich gegenseitig anhimmeln. Sie beschreiben die Natur, die haben offenbar Sex im Garten, die Zedern wachsen da drüber und so weiter. Wunderbare, wunderbare romantische Liebe. Walter von der Vogelweide zugegeben an der Grenze dieser postulierten Zeit. Ich habe das mal auf Englisch übersetzt, hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Das, was man im Internet findet, finde ich längst nicht so gut, macht nichts. Aber das ist auch so ein ungeheuer dichtes, die Sexualität in den Vordergrund stellendes Gedicht, das die Begegnung dieser beiden Menschen zeigt. Und das ist romantische Liebe. In Neuguinea haben wir Lieder gesammelt. Das hat vor allen Dingen Arthur Simon gemacht und Volker Heschen und ich waren die einzigen, die übersetzt konnten. Und wir haben das dann übersetzt. Und das ist ein Liebeslied einer Frau an einen verheirateten Mann, einen mächtigen, behaarten Mann. Deswegen nennt sie ihn Baumfahn. Die Baumfahner haben solche Art Haare außen auf der Rinde. Und sie beschreibt ihn, wie kraftvoll er ist. Und sie baut ihre Gedanken in einen Rahmen von Wildnis, von Garten, von Dschungel auf der einen und Haus und Dorf auf der anderen Seite. In der Wildnis kann sie sich mit ihm treffen und Sex haben. Im Dorf darf sie das eigentlich nicht, weil er verheiratet ist. Sie sehnt sich aber danach, seine Frau zu sein im Dorf. Und das ist sie später auch geworden. Sie wurde seine zweite Frau. Es ist leider Gottes nicht genug Zeit. Es ist voller Metaphern. Wenn dem Goethe sowas eingefallen wäre, der hätte zwei Wochen seinen Zahnschmerzen vergessen. Sie beschreibt wie sie ihn entzünden wird. Und das tut sie in die Metapher des Feuermachens. Feuer macht man, indem man mit den Füßen ein Stück Holz festhält, ein trockenes Stück Holz. Drumherum ist Zunder. Darum legt man eine Liane und die zieht man jetzt rhythmisch immer schneller, immer kräftiger. Und aus dieser Reibung entstehen zwei glühende Stückchen und daraus bläst man dann das Feuer an. Ja. Die Rhythmik des sexuellen Geschehens, die beiden Flämmchen, die dann eine riesengroße Orgasmusflamme erzeugen. Also besser geht's nicht. Und dann kommen also Leute und behaupten, das gibt es nicht. Die haben einfach nur Sex, diese Einheimischen in Neuguinea. Ich finde das echt schade und auch in gewisser Weise eine Verachtung dieser Kulturen. Man muss sich mit denen ein bisschen enger ins Benehmen setzen. Das ist sie. Die Oleto vorne in der Hochzeit ihres Lebens, etwa 30 Jahre alt. Und hier ist sie 2010, hat ein paar Haare verloren, ist aber immer noch eine nette, zauberhafte Dame. Also das ist ein Frauenleben. Ja?
die sind nicht einfach da geknechtet, weil die Männer die politischen Führungsrollen haben. Die spielen eine ganz ungeheure Rolle. Das war eine Berühmtheit damals, weil sie dieses Lied geschrieben hat. Also männliche und weibliche Welt werden als ungleich. Die müssen ungleich sein, aber man braucht sie, weil Gesellschaft und Kosmos auf diese Weise zusammengehalten werden. Das ist die Arbeit von Esch und Stefano, die ich erwähnt habe. Und das ist mein letztes Bild. Das ist eine Bestattung von vor etwa 4000 Jahren aus Valdaro San Giorgi in der Nähe von Mantova. Und ich möchte gerne glauben, das ist ein Liebespaar, was da bestattet worden ist. Ich möchte also sagen, dass die romantische Liebe keinesfalls irgendwie ein Kulturprodukt ist, sondern ein universaler, ein Teil der Conditio Humana. Und ich würde auch behaupten, dass es ein honest signal ist, also ein Verhalten, das schwer zu fälschen ist und das eine wichtige Rolle in der Dokumentation der Ernsthaftigkeit der Beziehung ist. Ich weiß sehr wohl, es lässt sich fälschen. Wir haben einen ganzen Haufen von berühmten Fällen von solchen, wie nennt man die? Die Ehe versprechen und so weiter. Eines der bekanntesten Fälle war die, wie haben die Ehe? Heiratsschwindler. Heiratsschwindler, ja, jawohl, genau das Wort. Wir haben diesen Fall von der Susanne Klatten, Erbin BMW, die ihrem Helix Garbi, einem gut aussehenden großen Schweizer mehrsprachig vertraut hat, eine Liebesbeziehung. Und dann hat er angeblich ein Mafia-Kind totgefahren und brauchte 6 Millionen Dollar. Die hat sie ihm im Koffer gegeben. Und als das zweite Mal dummerweise das nochmal machen wollte, da hat sie gemerkt, was los war. Also so viel zu dieser ungeheuren Macht dieser Emotion, wo die Ratio komplett ausgeschaltet wird. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schiefenhövel, für diesen lebendigen Vortrag. Ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen gehabt, oder habe ich immer noch, dass ich Sie zeitlich eingeschränkt habe. Nein, das müssen Sie ja machen. Das ist ja Ihre Rolle. Mit zu meiner Aufgabe, genau, aber man hätte Ihnen noch lange zuhören können, aber vielleicht haben wir ja noch die Gelegenheit, in der jetzigen Diskussion oder auch morgen noch davon etwas zu profitieren. Ihr Plädoyer haben Sie ja letztlich nochmal zusammengefasst. Die Frage nach den Universalien, dass hier Emotionen und Gefühle Universalien sind, das haben Sie an zwei Beispielen sehr gut exemplarifiziert, nämlich Trauer auf der einen Seite und eben Sexualität und romantische Liebe auf der anderen Seite, wo auch nochmal deutlich geworden ist. Sie haben gesagt, Ethnologie ist ein weiches Fach, wie ideologieanfällig auch eine Naturwissenschaft in Anführungszeichen sein kann. Also nochmal ganz herzlichen Dank und jetzt ist die Bühne offen für Nachfragen. Das hat ja einiges an Nachfragen wahrscheinlich ausgelöst. Da bin ich sehr gespannt. Dann schließe ich nochmal einfach an den Vorwurf oder an die Möglichkeit der Ideologieanfälligkeit. Sie haben ja Eibel Eibesfeld erwähnt. Ich habe so leicht im Hinterkopf, dass auch Eibel Eibesfeld immer wieder angegangen worden ist, dass es ideologisch von ihm präsentiert worden ist. Wie würden Sie das sehen aus Ihrer Perspektive? Ja, es ging damals vor allen Dingen um das Problem Fremdenfeindlichkeit, ja oder nein. Ja? Und ich denke, das war nicht besonders gut abgestützt. Er hat die Fremdenfeindlichkeit unter Erwachsenen, Fremdenfeindlichkeit zwischen Menschen verschiedener Ethnien, auf das Fremdeln des Kleinkindes zurückgeführt. Ja? Er hat gesagt, die Fremdenfurcht des Kleinkindes, die sind zunächst mal, wenn die ein paar Wochen alt sind, dann macht ein Fremder, der ins Zimmer kommt, überhaupt nichts. Und wenn sie anfangen zu krabbeln, dann fangen sie an zu weinen und flüchten sich zur Mutter und so weiter. Und das ist ein Zeichen übrigens eines gesunden Kindes. Kinder, die das gar nicht machen, die sind eher nicht total gesund. So, und dafür ist er kritisiert worden, weil das rechte politische Spektrum das aufgegriffen hat, um damit zu legitimieren, dass man keine Fremden in der Gesellschaft haben sollte. Ja? Ich habe vor einiger Zeit eine Diskussion mitgemacht, die war am Senckenberg-Museum. Da hat mich die Moderatorin gefragt als erstes, macht das Fremde Angst? Und ich habe gesagt, ja.
Das ist inzwischen ziemlich klar in der Forschung. Also so zu tun, als gäbe es so eine Reaktion nicht, das ist, glaube ich, verkehrt. Und man hat Eibel gehauen für etwas, was, ja, es war nicht wirklich berechtigt. Es war allerdings eben, wie gesagt, auch so, seine, man kann die Fremdenfurcht unter Erwachsenen auch anders erklären, als über das Fremden des Kindes. Ich habe ihm damals vorgeschlagen, ich habe gesagt, Renki, werde ich gegen diese Vereinnahmung von dir? Und dann hat er gesagt, wenn ich das mache, dann wird es nur noch schlimmer. Und dann hat er nicht gemacht. Ja. Also das war ein gewisser Punkt der Auseinandersetzung zwischen uns. Aber ich denke, vieles von dem, was er angesprochen hat, zum Beispiel, dass in homogeneren Gesellschaften ein höherer Grad an Solidarität da ist, das lässt sich ja überhaupt nicht wegleuchten. Und das akzeptieren ja viele Forscher heute auch. Das ist das Problem. Nicht eine irgendwie biologisch fundierte Fremdenfurcht. Wenn jetzt noch kein, ich würde bei dem Punkt gerne noch mal ein bisschen bleiben. Ist diese Fremdenfurcht, Fremdenangst, gehört die auch so ein bisschen zu den Universalien? Wo kommt die her? Nature, ja. Nurture, haben Sie eben schon mal gesagt. Und ich kann mich erinnern, dass Konrad Lorenz, glaube ich, mal die Formulierung gebracht hat, der Mensch ist gemacht für eine Sieben-Mann-Sozietät. Und alles darüber hinaus ist ein bisschen schwierig. Noch mal bitte, der Mensch ist gemacht? Für eine Sieben-Mann-Frau-Sozietät. So. Zahl kann falsch sein, aber so tendenziell, dass das biologische Erbe dazu dann auch geeignet ist, zu einer Fremdenangst zu führen. Und wie geht man damit um? Also ich weiß nicht, ob der Konrad Lorenz das gesagt hat, das wäre mir neu. Ich kenne seine Sachen ziemlich gut, ist auch egal. Das ist natürlich auch ganz falsch. Ja? Die Großfamilie ist viel größer als sieben der Leute. Ja? Also, aber es ist ja ganz klar, wenn ich in kleinen Gruppen face-to-face lebe, dann ist die andere Gruppe nicht notwendigerweise freundlich. Das gibt es sehr wohl. Es hat immer Austausch gegeben unter den Gruppen, aber es hat eben auch feindliche Auseinandersetzungen gegeben. Und Neuguinea ist ein Musterbeispiel dafür. Die EPO hatten so viel Homizid in der Gesellschaft, dass 25% der Männer, jeder vierte Mann, starb eines unnatürlichen Todes. Ja? Also ein enormes Maß an Aggression und diese Aggression wurde zum Teil ausgelöst dadurch, dass andere Gruppen übergriffig wurden, entweder Territorium besetzt haben oder Frauen geraubt haben. Und diese Dinge, die bilden sich vermutlich in unserer psychologischen Einschätzung solcher Situationen ab. Ich denke, damit muss man rechnen. Wie gesagt, es hat auch Austausch gegeben und das Fremde ist auch attraktiv, jawohl. Das ist quasi die korrigierende Seite dieses Geschehens. Aber anzunehmen, dass unsere Vorfahren alle friedlich miteinander gelebt hätten, das ist ja mittlerweile vom Tisch. Ja. Schmidt-Bauern, all diese Leute, die Busch-Leute der Kalahari, die sogenannten, die muss man heute Sun nennen, bis übermorgen die wieder anders genannt werden müssen, die waren die Musterbeispiele der friedlichen Koexistenz, als die Harvard-Gruppe von den ersten Forschungsarbeiten zurückkam. Und dann haben dieselben Leute mal genauer hingeschaut und geguckt, wie hoch ist denn die Homizidrate, die war so groß wie in Chicago. Ja? Also das ist das Problem, ja. Das ist das Problem. Man möchte gerne eine menschliche Gesellschaft haben, in der alles wunderbar funktioniert. N'existe pas. Ja? Und die Sam hätten eigentlich keinen großen Grund, so aggressiv zu sein, aber trotzdem kommen diese Dinge vor. Und ich glaube, es ist sinnvoll, davon auszugehen, dass wir in unserer psychischen Reaktionsweise sowohl die Angst vor dem Fremden als auch ein Gefühl für seine Attraktivität haben. Vielen Dank. Das zu dem Thema Fremdenangst, Fremdenfaszination.
Ich eröffne die Diskussion weiter. Regine Carter, bitte. Regine, schaltest du dein Mikrofon frei? So gewöhnt, dass es bei mir immer frei ist. Ich würde gerne nochmal an das anknüpfen, was wir vorhin ein bisschen andiskutiert haben, über die Spannbreite von Möglichkeiten, am Beispiel jetzt der Liebe. Einerseits universal, auch biologisch fundiert, auch biologisch notwendig, aber doch so, gerade auch in dem letzten Bild, das Sie da hatten von vor 4000 Jahren und auch in den Gedichten jetzt vom Hohelied der Liebe oder Hektor und Andromache, hat man doch das Gefühl, das ist auch ein Hinauswachsen über diese biologische Fundierung hin dazu, dass ich wirklich zwei Menschen als ganze Personen schon begegnen und gegenüberstehen, wo also sozusagen viel mehr von der Person in die Liebe hineinkommt, als sozusagen nur das, was jetzt quasi biologisch notwendig ist. Würden Sie da zustimmen? Nicht angekommen. Ja, ja. Doch. Also gut. Vollkommen richtig, Frau Carter. Und das ist ja auch der große Fehler der katholischen Kirche, pardon, wenn ich es in diesem Hause so sage, die Sexualität auf die Reproduktion ausschließlich zu beziehen. Das ist ein ganz schwerer Fehler. Die hat beim Menschen eine viel, viel breitere, bedeutende Rolle und die Begegnung von zwei Menschen, die durch das erotisch-sexuelle natürlich auch, aber auch durch ganz andere affektive Bindungsmechanismen bestimmt ist. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Der andere wird ja zum Engel gemacht. Die Susanne Klatten konnte gar nicht glauben, dass dieser Mafioso ein Verbrecher ist. Und daran sieht man eben diese ungeheure Macht. Aber das Bemerkenswerte ist, dass zwei Menschen sich begegnen in einer ungeheuer intensiven Weise. Und natürlich kommt es dann zu Sex im Normalfall. Das ist nicht das Entscheidende zunächst mal. Aber evoluiert ist das Ganze sicherlich im Zusammenhang der biologischen Reproduktion. Und mein letzter Punkt, der ein bisschen kryptisch war, on a signal, ich glaube, wenn man das bei Kulturvergleichen anschauen würde, dass häufiger Männer solche romantischen Dinge ausdrücken, zum Beispiel in Liedform. Mein Beispiel war jetzt nur eine Frau. Aber ich glaube, in der modernen Musikkultur dürften es mehr die Männer sein. Die Männer haben das Problem, dass sie sich den Frauen als ehrliche Partner anbieten müssen und so wahrgenommen werden müssen. Und ich kann mir denken, dass diese psychische Verfassung, die von den Frauen im Normalfall richtig erkannt wird, dass die ihnen den Vorteil verschafft, dass die Frau sagt, okay, der meint es ernst. Das ist meine Hypothese. Ob die stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Das muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, vielen Dank. Herr Hauber, Sie haben Ihr Mikrofon freigeschaltet. Daraus ja, Sie möchten eine Anfrage stellen. Wenn ich darf, also ich bin sehr begeistert von dem Vortrag. Noch dazu, wo ich eine Gelegenheit hatte, auch bei den Papuas im indonesischen Teil Besuche zu machen. Und von Ihrem Vortrag, da stimme ich Ihnen völlig zu, aber ich schildere Gedanken, die ich damals bei diesem Besuch in Papua-Neuguinea hatte, denn ich erlebte ja auch, dass diese Gefühle Zwänge ausübten. Also ich kann mich gut erinnern, dass zum Beispiel Frauen darunter litten durch diesen Gruppenzwang und das, was wir als Individualität und Freiheit empfehlen, nicht so da war. Meine Frage an Sie ist, Gefühle beherrschen den Menschen ja und das Nachdenken kann ihn befreien. Haben Sie da auch Forschungen gemacht, dass in der Evolution ziemlich spät dann diese Vernunft hereinkam und auch die Vernunft dann negative Gefühle zurückbringen, also dämpfen kann und ein Befreiungsgefühl dann erzeugen kann? Oder haben Sie das nicht erfahren, so wie ich das erfahren habe?
Ich möchte zunächst mal nachfragen, wo waren Sie denn in Papua-Neuguinea? Also ich habe kennengelernt einmal den Herrn Dr. Zöllner, den kennen Sie vielleicht. Ach, und den Siegfried Zöllner. Den Siegfried Zöllner und dann ja, seinen Nachfolger in Agurug, den Herrn Reuter. Und der Herr Reuter ja, den Klaus Reuter. Ja, genau. Und der Herr Reuter hat mir ermöglicht, dass ich mit einem kleinen Flieger nach Agurug geflogen wurde. Und von dort aus habe ich halt die verschiedenen Dörfer der besucht. Und der Jali. Natürlich, ja, ganz genau. Und ich habe mir halt angehört, was die Missionare, also die waren ja wirklich wahnsinnig hilfreich für die Papuas, was mir die erzählt haben. Und daher kommt meine Frage an Sie. Ja. Also das finde ich wahnsinnig interessant, weil die Yali sind die direkten westlichen Nachbarn ja, der genau. MEC, beziehungsweise der EPO im Zentralgebiet ja. der MEC. Genau. Und Siegfried Zöllner und Klaus Reuter haben natürlich die Welt der Yali aus dem Blickwinkel von christlichen Missionaren richtig, ja. gesehen, die sie unbedingt zum Christentum führen wollten. Wir dürfen nicht vergessen, die Vereinigte Evangelische Mission, die Wurzel der Mission, zu der die beiden gehören, ist eine fundamentalistische, super kalvinistisch reformierte Gruppe in der evangelischen Kirche. Das heißt, diese Missionare, zu denen auch die kanadischen und amerikanischen Missionare gehörten, mit denen sie im Verband waren, die wollten, dass die Menschen total neu werden, wie Christus das gesagt hat. Ja? Ihr müsst alles hinter euch lassen, ihr müsst ganz neu werden. Und das haben die ganz wörtlich genommen. Und dazu passte natürlich, dass das traditionelle Leben in seinen durchaus vorhandenen, da haben die vollkommen recht, negativen Aspekten überzeichnet wurde. Ja, also ich will Ihnen kurz Beispiel sagen. Ich hatte eine ganz schwere Hepatitis, lag im Bett in meinem einfachen Haus im Dorf und ich hatte den Siegfried Zöllner eingeladen, damit er mit zwei Sprechern aus der östlichen Region, wo er missionierte, wo ich vermutete, dass das dieselbe Kultur und Sprache war wie unsere und nicht Ali, mich besuchen sollte. Und jetzt war ich zufällig da im Bett und es kam ein Heiler zu mir und hat an mir seine religiöse Zeremonie gemacht. Und das habe ich natürlich auch auf Tonband aufgenommen. Und dann hat er zu mir gesagt, ich finde das ganz furchtbar, was du da gemacht hast. Du hast doch den nur geholt, weil du dessen heilige Formel haben wolltest. Ich finde es schrecklich, dass du als Arzt und Europäer dich von einem Magier behandeln lässt. Ich war vollkommen perplex. Ich habe gesagt, Siegfried, die Tatsache, dass dieser Mann mich behandelt, ist für mich ein wunderbares Zeichen, dass man sich Sorgen um mich macht. Der macht alles, um mich vor dem Tod zu retten. Ich war schwer, schwer, schwer krank. Ich habe gebrochen den ganzen Tag und so. Ja. Und also daran können Sie sehen, wie unterschiedlich die Haltung ist. Und dann habe ich gesagt, Siegfried, wenn ich eine heilige Formel haben will, da frage ich die sollen mir die Formel sagen, da gibt es überhaupt kein Problem. Ihm hat keiner eine genannt. Weil die alle wussten, das will der nicht hören, das ist Teufelszeug. Ja? Also es gibt auch dieses Buch von dem Dschungelkind und so, da werden die Einheimischen in einem Licht gezeigt, das meiner Ansicht nach nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Herr Schiffenhöfel, ich stimme Ihnen völlig zu. Noch dazu, ich bin auch Biologe und habe studiert beim Eibel-Eibelsfeld und von daher kenne ich den Konflikt. Aber meine Frage richtete sich trotzdem an Sie als Forscher. Ja, also Ihre Frage habe ich nicht beantwortet. Wie ist das? Kann Verstand helfen bei negativen Gefühlen? Wahnsinnig spannende Frage. Ich habe darauf keine gute Antwort. Ich weiß auch nicht, wann in der Hominisation das aufgetaucht ist. Mit dem größer werdenden Gehirn ist natürlich die Fähigkeit, Dinge zu durchdenken, ins Spiel gekommen. Frau Carter hat vorhin schon die Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit genannt und so. Das waren alles Dinge, die dann gekommen sind und die haben uns befähigt, unsere emotional-biologischen Antriebe zu hinterfragen. Ich denke mal, das ist bestimmt schon ein paar Millionen Jahre alt. Ja, man weiß ja mittlerweile, dass die Sprache viel, viel älter ist, als man es bisher angenommen hat. Ein früherer Student von mir, Dan Dedio am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen, der hat das
beschrieben und das ist ziemlich gut dokumentiert. Also ich denke mal, da ist das ungefähr passiert. Aber jenseits dieser allgemeinen Äußerung, dass eben die Vergrößerung unserer Frontalhirntätigkeit, die das ermöglicht hat, kann ich Ihnen keine Antwort geben. Gut, Dankeschön für den Versuch. Vielen Dank. Herr Ferst, Sie haben das letzte Wort. Das möchte ich eigentlich gar nicht haben. Das weil, vorletzte vielleicht. Das sind so, so viele Anknüpfungspunkte. Und ich nochmal sehr, sehr herzlichen Dank für diesen Blick in Ihren Forschungsbereich. Ich möchte an eine Sache anknüpfen. Was mich sehr beeindruckt hat, das war dieses allererste Bild von diesem Trauernden, von dem Barbe Signer. Genau, Barbe Signer. Und dann fand ich es absolut überraschend, dass dann, Sie haben das magico-religiös genannt, also dass dann offensichtlich dann doch dieses, wer ist jetzt schuld am Tod meines Bruders, dass das offensichtlich dann auf einmal so von sich, von seinen eigenen Körperregungen wegführt hin zu der Schuldfrage. Und da frage ich mich, ist das jetzt sozusagen dieses magico-religiöse Konzept, das der Stamm oder das diese Gruppe verinnerlicht hat? Oder gibt es da auch aus Sicht der Evolution eine Erklärung dafür, dass das ausagiert wird, um eine Entlastung zu erzielen? Ich habe den Begriff magico-religiös nicht so sehr für diese Situation gebraucht, sondern für die Bemalung und so weiter. Ja? Also der Barbe-Signer hat reagiert in einer Weise, wie ich von deutschen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten weiß, die gar nicht fremd ist unserer eigenen Kultur. Viele sagen mir, wenn wir Trauerarbeit machen mit unseren Klienten, dann ist ganz oft ein geballtes Maß an Pression da. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so spüren. Insofern würde ich sagen, wo genau das verschaltet ist im Gehirn und wie das funktioniert, das weiß ich nicht. Also meine Hypothese ist, diese tiefe Trauer, diese Verletztheit, die schreit nach einem Ausagieren und nach der Nominierung eines Schuldigen. Und das dürfen wir bei uns nicht machen. Ja, auch unsere ganze Katharsis in der Trauer, die funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Wir haben ja gar keine mehr. Es gibt Friedhofsredner, die rühmen sich, dass wenn sie geredet haben, keiner mehr weint. Das ist genau das Verkehrte. Die müssen alle noch viel mehr weinen. Ja? Die begreifen das gar nicht, die Leute. Ja? Also ich denke, diese beiden Verhaltensmuster oder Wahrnehmungsmuster, Erlebnismuster, Emotionen, die sind miteinander verknüpft und wie genau, das weiß ich auch nicht. Aber mir ist jedenfalls auffällig, dass das in vielen Kulturen eben in das Zerstören des Besitzes des Toten mündet. Ja? Und die Autoaggression, das Fingerabschlagen und so, das sehe ich alles in einem Paket. Und ich würde das gerne zusammenbinden, aber so eine richtige schlaue Idee, wie das jetzt entweder hirnphysiologisch oder neuroanatomisch gemacht wird, das weiß ich nicht. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Runde. Ich darf den Begriff des Magico-Religiösen nochmal aufgreifen. Den haben Sie ja auch eingebracht, um sich abzugrenzen von dieser Gegenüberstellung. Jawohl. Hier sind die Religiösen und da sind die Magischdenkenden. Genau. Das war ja auch, hat er ja auch diese Funktion. Ich denke mir, da sind wir auch theologisch ein Stück weit weiter. Auch der Papst, der jetzige Papst in seiner Enzyklika, hat ja auch darauf hingewiesen, wie wichtig das Wahrnehmen der indigenen Bevölkerung zum Beispiel ist. Und das wird wertgeschätzt und hat dann auch mehr zu tun, als das als magisch abzuwerten. Das war das eine. Aber auf jeden Fall, ja, Herr Ferst, bitte. Nur ganz kurz, bei William James kann man da gerade in diesem Bereich die Übergänge verschiedener Praktiken von der Magie zur Religion ganz gut nachvollziehen. Das sind aber künstliche Rubriken, lieber Herr von Berger.
Ja, nur es ist ja die Frage, wie man also überhaupt Unterscheidungen und Übergänge sozusagen markieren will. Ne? Also ja. Das ist der Versuch dazu. Aber das ja, ich weiß, ich kenne das. Eine Sache noch, die bestätigt das, was Sie sagen, Herr Schiefenhövel. Ich bin ja in der schulischen Krisenseelsorge, in der Krisenarbeit. Und da kommen wir ja nach Suiziden etwa, Schülersuiziden, kommen wir da in die Schulen. Und es ist ganz oft, dass dann Trauernde, also wo wir die Betroffenheitskreise sehen und das, der kennt den schon so lange und so weiter. Eigentlich würde man erwarten, Tränen, Trauer, ne, Verlust des Tonus. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie reagieren aggressiv. Ja, und man fragt sich, woher kommt das? Und wir haben gelernt, dass Aggressivität auch eine ganz normale Trauerreaktion ist. Jawohl. Ja, genau. Die dann einfach dran ist und die nicht zu bewerten ist. Das wollte ich noch dazu sagen. Ja, gut. Ja, haben wir nochmal einen schönen Schlusspunkt gesetzt. Und Herr Schiefenhövel, wir haben gemerkt, wie sehr Sie für Ihr Fach brennen. Das haben wir in Ihrem Vortrag gemerkt. Das haben wir aber auch daran entnehmen können, dass Sie selbst bei schwerster Krankheit noch den Aufnahmeknopf drücken können. Also da muss man schon wirklich bei seinem Fach sein und dafür brennen. Das haben Sie uns unter Beweis gestellt. Ganz herzlichen Dank.